Hallo und herzlich willkommen zu Animal Crossing New Leaf. Ja, ich bin heute allein. Ich zeige euch heute keine Stadt, das habe ich noch ein andermal vor. Mir wurden noch ein paar schöne Städte zugeschickt. Das werde ich sicherlich machen. Also was mache ich? Ich will heute einfach mal einen ganz normalen Tag bei Animal Crossing verbringen. Hat jemand Post? Kann ich aber nicht öffnen, hä? Ja, das ist mein zweiter Account hier. Ich werde als allererstes mal mit den ganzen Stadtbewohnern hier reden, weil die vermissen mich schon ziemlich. Yumi! Gesund siehst du aus heute. Bist du vielleicht am Trainieren? Was liegt an, Sportsfreundin? Lass uns quatschen. Hey! Lass uns Masaru besuchen. Obwohl, wie ich ihn kenne, hält er ein kleines Nickerchen. Vielleicht wäre es nicht sehr geschickt, ihn zu wecken. Es war beim letzten Mal... er war beim letzten Mal stinksauer. Lassen wir es lieber. Okay. Gut. Oh nein, ich bin zur Schule gegangen. Oh nein. Ich muss auf dem Weg bleiben, sonst wird es ganz blöd. Ich will... wie heißt das nochmal? Warte mal, ich rede mal kurz mit Melinda. Ich will nämlich was Neues in der Stadt bauen, dessen Begrifflichkeit mir gerade leider entfallen ist. Das habe ich schön ausgedrückt, oder? Hallo! Hallo, Frau Bürgermeisterin! Was kann ich für dich tun? Stadtverschönerung. Ja, ich möchte ein Projekt. Ich möchte... Ja, bitte. Ein neues Projekt. Café könnten wir mal bauen. Das wäre eine gute Idee. Ich will aber... Was ist das? Ja, ein Campingplatz. Ist, glaube ich, das, was ich will. Eine Tempelglocke sieht eigentlich aber auch ganz cool aus. Wir nehmen den Campingplatz, weil da sollen ab und an mal neue Bewohner vorbeischauen, die wir eventuell in unsere Stadt einladen können. Der Campingplatz kann nach der Fertigstellung nicht mehr aus der Stadt entfernt werden. Ja, wir fangen trotzdem an. Gut, die Frage ist, wo wir den hinbauen wollen. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Gut, Bürgermeisterin. Bring mich zu dem Ort, an dem der Campingplatz entstehen soll. Wie machen wir denn das am besten? Wo hier oben so in der Ecke? Nee, das war doof. Das war schon... Oh, hier ist was. Soll ich das mal ausgraben? Wie voll ist mein Inventar? Ziemlich voll. Na gut, dann warte ich damit mal lieber. Hier kann er natürlich nicht hin. Das hier, das seht ihr nicht. Das ist nicht da. Hey Junge, du gefällst ein bisschen autoritärer. Du bist hier nicht im Urlaub auf dem Ponyhof. Geht die Arbeit wenigstens voran? Gut, gut. Jetzt, oh. Muss Unkraut jeden. Weg. So, hier mitten ins Blumenbeet. Ich weiß nicht, ist das vielleicht eine gute Idee? Hier so? Das war doch eine Idee. Oder ich mache ihn... Moment. Oh. Wenn man ganz genau hinhört, kann man sogar das Klingeln von Melindas Glöckchen am Zopf oben hören. Ah, das ist voll süß. Okay. Oh Gott, wie viel hier vergraben ist. Oh mein Gott. Gut. Wir können ja auch unseren Campingplatz einfach hier hinsetzen. Oh, hier ist ja wieder Unkraut. Das gibt's ja nicht. Aus. So. Hierhin so? Das wäre doch eine gute Position. Ja, ich denke schon. Bestimmt zu nah am Wasser. Ja. Okay, zwei Felder nach Westen, einen nach Osten und fünf nach Norden. So vielleicht? Ja, ich denke schon. Ist immer noch zu nah am Fluss. Das ist ja doof. Oh, liegt Geld. Das ist auch so. Ich weiß nicht. Hier so jetzt? Nee, das ist wieder zu nah. Hier? Ja, ich denke schon. Ja, wie wird das aussehen? Vielleicht doch nicht. Ich hätte es gerne mehr am Rand. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt gerade so ein bisschen... Hier so.
Hier, ist das so okay? Mal schauen, da muss ich immer so viel reden. Ja, ich denke schon. Ja. Oh, Mann. Es ist echt schwierig, das immer einschätzen zu können. Okay, hier geht's. Ja. Ja, gut. Ja, komm, nehmen wir das so. Ich denke, das ist in Ordnung. Jawohl. In Ordnung. Hihi. Alles klar. Hier kann man jetzt spenden. Ich denke mal, ich werde offscreen dann das ganze Geld da reinschicken. Das ist schon ziemlich groß. Ich hätte aber gerne hier mehr hier so dran gehabt. Aber kann man bestimmt auch schön noch so Blumen drumherum machen. Ist eigentlich an sich gar nicht schlecht. Gut. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich hier eigentlich alles in meinen Taschen habe. Das ist ja doch sehr viel. Oh. Quacki quack. Oh, ich grüße dich, Yumi. Was gibt's Neues? Wie schön, dich endlich mal zu sehen. Du weißt doch. Oh, wie sie klatscht. Das ist voll süß. Dass dir meine Tür immer offen steht. Na gut, das Geld, das kann ich ja direkt einziehen. Jetzt habe ich hier ein Katzenkleid. Ja, und hier ganz viele Fossilien. Die kann ich halt dann identifizieren lassen. Was haben wir hier? Konfettirock, Kung-Fu-Hose, Wollmütze. Das sind Sachen, die kann man eigentlich verkaufen. Ja, das ist jetzt hier eigentlich alles nicht so wichtig. Da können wir direkt mal hochgehen und das verkaufen. Das denke ich mal eine gute Idee sein. Außer natürlich die Blümchen, die können wir irgendwo ja liebend gerne einpflanzen. Machen einfach mal hier so. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich die hin tun soll. So. Und so. Was bist denn du? Bist du ein Marienkäfer? Siehst gar nicht aus wie ein Marienkäfer. Oder bist du doch einer? Ach, du bist ein Marienkäfer. Oh, daneben. Das war jetzt wirklich sehr weit daneben. Ich will, dass ihr das nicht gesehen habt. Gut. Warum habe ich schon. Ich habe einen Rock an. Oh nein, ich sehe aus wie ein Mädchen. Ich bin schon aus wie ein Mädchen. So. Hose. Nehmen wir mal die Safari-Hose. Schon viel besser. Gut, jetzt verkaufen wir mal das ganze Zeug wieder bei Nook & Nooks. Heim- und Gartenbedarf. Oh, meine Schulter juckt. Willkommen, willkommen. Ja, ja. So. Übrigens bieten wir in diesem Land weder Kredite noch Ratenzahlung an. Noba. Mal schauen, was ich jetzt alles Schönes verkaufe. Einfach das, das, das und das. Den Schwimmanzug behalte ich natürlich. Ja, das ist in Ordnung. Hauptsache, es ist weg. Gut, was gibt's denn hier so Schönes? Oh, der Tisch sieht schön aus. Die Giraffe gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das ist echt schwierig. Wow. Na komm, ich kaufe das. Geh weg. Oh, der Tisch. Royal Tisch, ja. Der gefällt mir wirklich extrem gut. Ja, den nehme ich. Und die Giraffe. Ich will die Giraffe. Ah, die Giraffe. Eine Giraffenmesslatte. Ja, natürlich. Die möchte ich haben. Danke. Gut. Jetzt kaufen wir noch ein paar Blümchen nebenan. Oh, meine Schulter. Was ist denn los? Oh, schlimm. Gut. Kann mir eigentlich auch Dünger kaufen? Nee, hä? So weit. Der Bronzer sieht aber auch nicht schlecht aus. Aber nein, jetzt nicht. Ich kann auch keinen Dünger kaufen, hä? Das ist voll doof. Okay. Eine Osterlilie. Die Blumen kaufe ich natürlich auch alle, damit ich die schöne bei mir in der Stadt einpflanzen kann. Ist doch selbstverständlich. Und dann schauen wir auf jeden Fall auch nochmal bei den Klamotten nach. Ja, die kaufe ich auch. Diese kleine Mütze, die aufhört, das sehe ich jetzt erst. Das wird mir jetzt erst bewusst. Sieht schon ziemlich lustig aus. Na gut. Schau wieder rein. Das tue ich sicherlich irgendwann einmal. So, und jetzt gucken wir bei den kleinen Mötchen. Blablabla. Grüß dich! Willkommen in unserer Schneiderei!
Oh, ein Schulmädchen-Outfit. Das sieht da aus wie bei Persona. Wie sportlich, eine Weltlaufjacke. Die nehme ich. Gefällt mir. Zieh ich gleich mal an. Ja, die gefällt mir. Nur leider ist es jetzt viel zu warm für so etwas. Schau mal, was es für Hüte gibt. Die Musik ist so schön. So, oh. Das sieht ja cool aus. Hier. Das habe ich noch nie gesehen. Wir haben hier eine DJ-Kappe. Ein Unisex-Artikel. 600 Sterne, die kaufe ich. Und, wo ist er da? Oh, das ist ziemlich cool. Das sieht mit meinen wuschigen Haaren nicht so gut aus, aber es ist trotzdem lustig. Danke, bis bald. Tschüssi. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch auf Fossilienjagd. Na, bist du Walter? Der Waldemar. Ein Ding, schön, dass... Heute soll es in Chile ein paar richtige Schnäppchen geben. Schnäppchen in Chile, das klingt sehr interessant. Ja, ich gehe erstmal kurz nach Hause und die ganzen Fossilien ausgraben. Mal schauen, ob irgendwas Neues für mich dabei ist. Ich hoffe es doch sehr. Wie cool ich aussehe. Ich weiß nicht, ich habe immer bei Animal Crossing den Drang, wie ein Junge auszusehen. Das ist voll krass. Eigentlich bin ich immer so voll, dass ich eigentlich weiblich spiele bei allen Spielen, aber bei Animal Crossing, ich weiß nicht. Ist schon cool. Ja, erstmal ins Haus. Mal kurz weg. So. Ah. Gummi, gesund siehst du heute aus. Bist du vielleicht schon trainieren? Was kann ich für dich tun? Plaudern mir. Die Leute reden viel über dich im Moment und dabei fällt oft das Wörtchen Sparfuchs. Wie sehr trifft denn das zu? Keine Ahnung, eigentlich weniger. Dann war das Gerede also doch bloß Gerede. Oh Mann, schaut da schon die Lästern über mich. In meiner eigenen Stadt. Das wäre sehr traurig gewesen, aber so ist es zum Glück ja nun doch nicht. Gut, ich weiß gerade gar nicht, habe ich irgendwo sowas wie ein Anziehzimmer mir mal gemacht? Das wäre eigentlich mal eine gute Idee, dass ich mir so etwas mal einrichte. Oh Gott, hier ist so ein bisschen mein Müllzimmer. Das ist ganz schlimm. Das weiß ich selber. Hui, hui. Okay, auf jeden Fall. Huhuhu. Manuitic. Das wollte ich gar nicht anziehen. Ich will meine Waldlaufjacke anbehalten. Ich möchte nämlich das Luigi-Shirt da hinstellen gerne. Hinstellen, genau. Genau. Ich weiß nicht. Das ist gerade ziemlich schwierig. Hier kann ich... Ich überlege gerade, wo ich meine Möbel hinstelle. Nur fast muss ich die einlagern. Ich habe einfach zu viele Möbel. Oder, was habe ich denn? Die Giraffe würde ich schon gerne. Die Giraffe kann ich ja oben irgendwo an die Wand. Und den Royal-Tisch, den werfe ich auf den Marktplatz für meinen anderen Charakter. Der soll sich nämlich so ein bisschen hochwertiger. Kann ich eigentlich das hier mitnehmen und auch auf den Marktplatz. Auf den Marktplatz. Auf den Marktplatz werfen. Wo ist die Giraffe? Giraffenmesslatte. Jetzt will ich mal gucken. Ja, passt so schön in diesem zugemüllten Zimmer hier. Es ist ganz schlimm, es tut mir leid. Ja, kann ich hier irgendwo oben was ablegen? Nee, hier ist schon alles vollgestellt. Dann stelle ich es hier in meinen Strohhut. Der ist mir auch ganz wichtig. Wo ist er? Da. Da, der Strohhut. Hinstellen. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Ach, hey. Gut. Ja, um das Einrichten in meiner Wohnung muss ich mir immer wieder mal mehr Gedanken machen. Wo ich aber immer noch ganz stolz drauf bin, ist mein Keller. Also mein Keller ist wirklich klasse. Den liebe ich. Da könnte ich aber allerdings noch ein bisschen was machen. Oh, hier. Passt sogar zu meinem Outfit. Oh. Yo. Und dazu spielen wir Super Mario. Super Mario. Yo. Oder wir zocken einfach was. Oh yeah. Also das Zimmer mag ich schon sehr. Also da kann ich natürlich hier und da noch ein bisschen was machen, aber ist schon eine geile Bude hier.
bin jetzt schon relativ stolz drauf. Na gut. Ich bin schlimm, ich weiß. Gut, ja, genau, Fossilien sammeln, ehe ich es vergesse. Ha. Ich bin nämlich noch lange nicht fertig mit meinen ganzen Fossilien. Ich habe bestimmt auch mindestens 10.000 Geräuten irgendwo ausgraben. Das war jetzt schon... Ups, das wollte ich gar nicht. Oh nein. Wie war das nochmal? Hier und... auf dem Boden. Genau. Ich wollte nämlich eigentlich zur Schaufel wechseln. Gut. Jetzt gehen wir auf Fossilienjagd. Ich hoffe, wir finden das eine oder andere. Welches wir noch nicht haben. Das wäre nämlich sehr schön. Ich habe von uns ganz viele gesehen. Ich gehe hier am besten mal so ein bisschen strukturiert heran. Aha, aha. Nein, nein. Hier muss ich auf jeden Fall noch irgendwas hinbauen. Mietzi! Oh, du bist es, Yumi. Ich war schon ganz einsam ohne dich. Du siehst irgendwie älter aus das letzte Mal aus. Naja, schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Komm doch einfach mal zu Besuch. Okay. Ja, ich bin nicht regelmäßig. Ab und an schon mal, aber jetzt auch nicht so oft, dass ich jetzt jeden Tag mein DS aufklappe. Ah, was gibt's? Lass uns über Fußball reden. Eine der wichtigsten Dinge beim Fußball ist Blickkontakt mit den Mitspielern. Üben wir es gleich mal. Versuche an meinem Blick zu erkennen, was ich von dir will. Achtung, fertig, los. Ich sehe dein Gesicht nicht mal, von daher ist es gerade ziemlich stumm. Du hast Durst. Durst? Jetzt, wo du es sagst, ja, ein bisschen durstig bin ich tatsächlich. Kannst du etwa Gedanken lesen? Das ist ja beeindruckend, aber nicht das, hat aber nicht das Geringste mit Fußball zu tun. Hm, naja, doof gelaufen. Hier ist was. Und zack. Oh, das war daneben. Aber jetzt. Tada! Ein Fossil. Da hat sich das Graben wirklich gelohnt. Na, Axel, willst du wohl mitmachen hier? Ach, hier ist auch noch was. Schön. Und zack. Au, ein Fossil. Da hat sich das Graben natürlich mal wieder gelohnt. Oh, ich hatte schon Angst, dass wir ganz viele Geräute ausgraben. Aber ich glaube, das wird auch noch passieren. Ach Gott, nee, wieder viele. Ja, eine Geräute. Ein Mega-Aloid. Mhm. Dankeschön. Thanks. Huch. Das war daneben. Jetzt kann ich was erleben. Ups. Und noch eine Geräute. Yeah. Das ist aber schön. So, hier kann ich nochmal einen Tisch hinlegen für meinen anderen Charakter. Ablegen. Ja, deswegen liegt das ganze Zeug hier, dass er sich mal alles holt. Ja, das ist ziemlich faul und tut das nicht. Hier oben waren doch bestimmt noch ein paar. Ich habe so viele gesehen. Was gibt's? Wettervorhersage. Mit frühsommerlichem Wetter ist weiterhin zu rechnen. Dann ist ja gut. Bis in den Juni hinein. La 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 la. So. Und wieder ein Geräut. Oh Gott. Kommt mal was anderes außer Geräuten? Das wäre schön. Hm. Oh, diese rote Rose. Diese rot vor allem. Ich kann die Farben nicht mal. Sie ist blau. Ist doch so schön, wenn ich noch eine, wenigstens noch eine zweite blaue Rose hätte. Aber ich habe immer noch die eine. Und ich habe Angst, dass irgendwann einfach mal irgendeiner hier ein Haus packt und sie weg ist. Dann weine ich. Dann weine ich wirklich. Oh, ein Fossil. Hat sich das Graben ja gelohnt. Sehr gut. Die Fossilien werden mehr. Da ist bestimmt irgendwas dabei, was wir noch nicht haben. Hm. Und mal noch viele. Ja. Bestimmt ein Geräut. Aber klar. Das andere lässt mich raten. Ist bestimmt eine Falle. Du bist eine Falle. Ja. Ja, ich das nur wusste. Hm. Na gut. Würde ich sagen, haben wir, glaube ich, einen groben. Ach, hier ist noch was. Oh, noch ein Geräut. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Naja, kann man nichts machen. Gut, genug Geräuten gesammelt. Ich würde sagen, wir bringen es mal hoch.
Oh yeah. Wieder Wind geschwind, gehen wir hoch. Denn das ist nicht doof, das ist ganz cool. Und auf cool reimt es Spul. Und deswegen ist meine Reimreihe jetzt am Ende. Gut. Nook and Nook. Wir müssen auch nochmal bei Schuhen gucken. Vielleicht gibt es ein paar schicke Schuhe bei Schubert. Erstmal reden wir mit ihm. Wie heißt er doch mal? Eugen, natürlich. Oh, oh Verzeihung. Willkommen im Museum. Ja, ich möchte gerne Fossilien analysieren. Davon habe ich nämlich einige. Und hoffentlich ist irgendwas Neues dabei. Hier? Ja, ist ein Fossil, wie ich sehe. Werfen wir mal einen Blick darauf. Das sind alles hochwertige Fossilien, die wir doch allesamt bereits in unserer Sammlung haben. Oh nein. Das ist doch alles doof. Mann, das ärgert mich. Naja, können wir immerhin alle schön verkaufen und bekommen Geld dafür. Ach, das ist ja immerhin auch was Schönes, oder? Machen wir direkt mal. Wir gucken noch mal ganz kurz bei Schubert vorbei. Was sind jetzt? Das sind Riemenschuhe. Ach nee. Ich will nichts haben von dem, was hier ist. Nein, nein. Nein, nein. Kann ich einfach die verkaufen? Nein, leider nicht. Okay, dann gehen wir zu Nook und Nook. Und verkaufen dort schnell. Und beenden dann die Folge. Ah. Hui. So. Ich steige hier rein. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hallo. Nein, kein Punktesystem. Ich möchte etwas verkaufen. Okay. Einfach mal, was war das? Royalvitrine. Ach nee, die wollte ich auch noch dahin werfen. Völlig vergessen. So, wir verkaufen einfach mal alles. 21.000. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Okay, gut. Dann habe ich noch eine andere Idee, was wir tun könnten. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, wir haben jetzt Let's Play Animal Crossing New Leaf. Bye.